Ja, willkommen zurück oder herzlich willkommen, wer jetzt neu hier in diesem Saal ist. Willkommen zu einem weiteren spannenden Thema, was auf jeden Fall Soziales und Technik gut miteinander vereint. Ich hoffe, von Müdigkeit ist hier jetzt noch keiner geplagt. Müdigkeit in Schulen, das kennt man ja, aber digitale Müdigkeit, das ist was, was wir eigentlich nicht wollen, weil wir möchten ja, dass auch Folgegenerationen Freude haben an einem kritischen Umgang mit Technik. Und ob das an Schulen überhaupt, ich höre immer von Schulen, die iPads über die Schüler ausschütten und da ist man ja schon froh, wenn überhaupt von Open Source und Linux die Rede ist, aber auch das allein ist wahrscheinlich nicht das Heilmittel für alles. Deswegen freue ich mich sehr auf den nächsten Vortrag mit Senf. Jemand aus unseren Reihen, wir freuen uns jetzt sehr, dass du hier bist und vielleicht kannst du gleich mal kurz sagen, ja, digitale Müdigkeit, was ist das überhaupt? Digitale Mündigkeit. Digitale Mündigkeit, okay, das sollte man gut reden. Ja, guter Freundschaft von Leser. Also die Schule hat ja den Auftrag, also die Schule gibt sich den Auftrag, unsere Kinder heranzuziehen, dass sie später im Alltag zurechtkommen, dass sie selbstständig Entscheidungen treffen können, was ja im Alltag getan werden muss. Und Entscheidungen wirklich ordentlich treffen zu können, setzt eben Mündigkeit voraus. Und es setzt halt voraus, dass ich freien Zugang zu Wissen habe, dass ich überhaupt erstmal ermutigt werde, selbst Entscheidungen treffen zu können und nicht durch irgendwelche Verbote daran gehindert werde. Ja, vielen Dank. Dann auf jeden Fall viel Freude bei dem Vortrag Digitale Mündigkeit an Schulen. Dann gebe ich jetzt auf jeden Fall das Mikrofon komplett an dich ab und ich denke, es wird ein Talk mit sicherlich auch einer Frage-Antwort-Runde. Also viel Spaß dabei. Hier ist Senf. Ja, sehr gern Frage und Antwort. Also ich möchte hier nicht die ganze Zeit alleine erzählen, ich möchte mit euch ins Gespräch kommen. Das Bild ist übrigens von Konrad Zuse gezeichnet. Der hatte damals auch einen Gräuel auf der Schule gehabt, aus Gründen. Welche genau habe ich jetzt nicht nachgelesen. Passt das mit dem Audio-Level? Gut, prima. So. Genau, meine Hinweise zum Vortrag sind, dass wenn ihr irgendwie Anmerkungen habt oder Fragen, stellt die bitte sofort, nicht erst irgendwie ans Ende aufheben. Ich betrachte keine proprietären Lösungen, also ich schaue mir jetzt keine Windows- oder Apple-Produkte an oder so tolle Dr. Kaiser-Karten. Das ist mir zu doof, mich damit noch zu befassen. Ich bin in der Ingenieurinformatik aktiv, bin in der Uni Magdeburg da zugange, bin seit etlichen Jahren auch dabei, ehrenamtlich und auch so privat Haufen Serverdienste anzubieten. Also ich hatte von NixMPP über IRC-Mail eigentlich schon vieles durch. Ich betreibe ein paar Freifunk-Nodes und auch Tor-Nodes. Leider noch kein Exit. Ja, ich bin halt motiviert, irgendwie freien Internetzugang anzubieten und eben auch zensurresistenten Internetzugang. Genau, da spielt auch so ein bisschen rein, dass ich mit Amateurfunk zu tun habe, um halt dezentrale Netze aufzubauen, weil sich die halt als besonders zensurresistent herausgestellt haben. Ja, ein paar sozialen Vereinen bin ich auch zugange oder zumindest halt Mitglied, zum Beispiel im FIF. Da habe ich es leider noch nie geschafft, auf eine Mitgliederversammlung zu gehen. Kommt hoffentlich noch. So. In der Jugendarbeit habe ich einen kleinen bisschen Erfahrung. Also ich habe eine Jugendforscht-Arbeitsgemeinschaft etliche Jahre lang mitgeleitet. Das tue ich derzeit leider nicht, weil ich dezent verarscht wurde in dem Laden, wo ich das gemacht habe.
Ich hatte da aber relativ viel Freiheiten, konnte da auch eigene Linux-Workstations und Server aufsetzen, habe mich auch so ein bisschen darum gekümmert, da meine eigene kleine Distribution zu bauen, die Debian-basiert war. Den habe ich in einem soziokulturellen Verein, eine Jugendgruppe, auch viele Jahre lang betreut. Da war so IT eigentlich eher ein Randthema, was eher durch die BesucherInnen kam und halt nicht Anspruch war von dem eigentlichen Verein und von der Jugendgruppe. Derzeit bin ich im Rechenwerk, in einem Computermuseum in Halle sehr aktiv. Da sind auch ein paar Gäste von uns hier mit im Vortragsraum, die sich auch in dem Museum mit engagieren. Und in der Amateurfunkausbildung bin ich auch noch recht aktiv. Ja. Genau, das hatte ich ja erzählt. In der Jugendforscht-Arbeitsgemeinschaft habe ich eine eigene Linux-Distribution, Debian-basiert, aufgebaut. Zu der brauche ich aber nicht viel zu erzählen. Also ich habe da jetzt nicht viel dran verändert. Ich hatte jetzt so LDAP-Authentifizierung und Kerberos mit eingebaut und noch einen Proxy, um die Websites ein bisschen zu cachen, weil der Internetanschluss recht lahm war. Und das war es auch schon. Und an der Uni Magdeburg habe ich mich mit Linux Muster und Puavo ein bisschen intensiver beschäftigt, wo ich auch nachher noch ein bisschen was zu erzähle. Ja, ich habe mir mal so ein bisschen überlegt, warum sind eigentlich so viele Kinder bei TikTok gelandet? Warum benutzen die ihre Rechner hauptsächlich zum Spielen und um durch TikTok und Insta-Shit zu scrollen? Dann habe ich mir gedacht, naja, wie bekommen Kinder einen Zugang zu Computern und was ist da vielleicht auch in der Schule, die ja die Aufgabe hat, uns zu mündigen Wesen zu erziehen. Was macht die Schule da eigentlich? Dann habe ich festgestellt, so die Schule ist voll durchgezwungen mit Verboten. Das, was an den Computern dort gezeigt wird, zumindest das, was ich so aus dem Informatikunterricht mitbekam, auch aus dritter Hand, war, ich lerne mal ein bisschen Microsoft Office zu benutzen und lerne vielleicht auch mal ein bisschen mit Pascal zu programmieren und das war's dann. Habt ihr da bessere Erfahrung? Das würde ich gern mal fragen. Viel Kopfschütteln. Ja, Max? Warte, du brauchst ein Mikrofon. Ich komme mal zu. Oder? Gut. Geht das? Okay. Perfekt. Okay, ja, genau. Also ich bin letztes Jahr aus dem Gymnasium raus in Merseburg. Und da war es zum Beispiel so, in der 11. und 12. Klasse haben wir zum Beispiel sehr viel Java programmiert oder SQL, auch wieder mit Microsoft Access leider, aber es war auf jeden Fall schon ein bisschen weiterführend, aber zumindest halt auf dem Gymnasium, was halt ja, nicht die breite Masse von Leuten jetzt betrifft unbedingt, würde ich sagen. Ja, da hinten ist irgendwie noch eine Meldung, oder? Tätigen. Da werden wirklich iPad-Koffer durch die Gegend gerollt und das ist die oberflächlichst mögliche Anwendung ever, die da einfach nur ermöglicht wird. Also ist meine Erfahrung. Meine Zwischenfrage, wer von euch kommt so aus dem pädagogischen Umfeld? Ah, doch schon. Ah, also so grob 10%, sage ich jetzt mal. Ich kann das auch nur bestätigen mit den iPad-Koffern. Da ist unglaublich viel Geld geflossen in Hardware und in sonst nichts. Und die ist jetzt da und man weiß nicht so richtig, die stauben vor sich hin oder auch nicht. Und zeitweise wurden sie auch noch als der heilige Gral angesehen, weil man damit Dinge tun kann, als andere Dinge nicht gingen.
Und letztlich hängt es unglaublich stark über die Menschen, von den Menschen vor Ort ab. Und damit spiegelt es quasi wieder einen gesellschaftlichen Querschnitt. Und man kriegt die IT-Landschaft, die existiert, quasi an die Schule gespiegelt, weil man Leute hat, die sich engagieren und dann ihre entsprechenden Interessen mitbringen. Deswegen ist eben diese nicht konforme IT so extrem selten wie in der freien Wildbahn. Da hinten ist noch eine Meldung. Ja, vielleicht auch ergänzend dazu noch eine Beobachtung. Ich habe den Eindruck, dass wenn es um Digitalisierung und in Schulen geht, tatsächlich ja oft auch nicht Digitalisierung der Lerngegenstand ist, sondern dass man eben sagt, wir haben jetzt das iPad und damit können Kinder und Jugendliche kreativ sein, weil sie lustige Präsentationen gestalten können oder ähnliches, aber dann geht es eigentlich gar nicht um die Technik. Und das ist, glaube ich, was einfach eine Lücke ist und was auch nicht aufgefangen wird in der ganzen Digitalisierungsdebatte, weil da auch gerade progressiv eingestellt der Lehrkräfte aus meiner Sicht viel stärker in so eine Richtung gehen. Jetzt gucken wir uns eben die Lernkultur an, was ja auch richtig ist. Auch da brauchen wir viel Veränderung, aber dann fällt das andere eben hinten runter. Ja, noch ganz kurz nachzutragen. Mein Eindruck ist, das ist schlicht der Lückenfüller und die Notfallvariante für jede Art von Mangel. Ja, pratzt denen die iPads an den Kopf und dann können wir die Stunde überbrücken oder ein Kollege oder eine Kollegin kann zwei Klassen betreuen, weil die sind ja beschäftigt. Ja, das erinnert mich daran, was Stefan Kietz mir in der Uni mal sagte. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist eigentlich recht bekannt, der Mensch. Der meinte, ja, er hat das miterlebt, dass so ein LKW dann rückwärts an eine Schule rangefahren ist, so Paletten mit Notebooks dahin gekippt hat, meinte dann so zum nächstbesten Lehrer hier, unterschreib mal so, Lieferauftrag erfüllt, viel Spaß damit. Ja, manchmal kann so ein Mangel sogar eine Chance sein. Ich erinnere mich noch Anfang der 2000er Jahre, da wurde auch ein Riesendigitalpaket unserer Schule mit drei verschiedenen Rechenkabinetts ausgestattet und es gab genau einen Studenten, der in Halbzeit irgendwie da das ganze Netzwerk hochziehen sollte. Es gab jemand bei uns aus der 10. Klasse, aus der Parallelklasse, der am Ende das komplette Rechennetz der Schule hochgezogen hat, inklusive die Software und allem. Und im Grunde genommen hatten die Schüler, Schülerinnen mehr Rechte als die Lehrer und er wurde auch immer aus dem Unterricht geholt, wenn irgendwas nicht ging. Also das war tatsächlich trotzdem ein Gefühl der Selbstermächtigung, was man natürlich aber nur durch diesen eigentlich sogar ungünstigen Zufall bekommen hatte damals. Die Person warst du? Nein, nicht, aber ich habe da ein sehr großes Interesse auch an dem allen gewonnen. Vielleicht eines der Gründe, warum ich auch mit dir bin jetzt. Aber das ist ja schon mal ein Positivbeispiel, dass Schülerinnen und Schüler die Infrastruktur dann selbst in die Hand nehmen. Und das soll auch so ein bisschen Gegenstand von unserem Diskurs hier jetzt werden. Ich erzähl mal, wie es bei mir war. In der Grundschule wurden wir quasi so vor so eine Windows 98-Kiste, irgendeine Pentium 2-Fuhre rangesetzt, die mit Spielen voll war und es war dann wirklich nur so Freizeitbeschäftigung. Da konnten wir uns ein bisschen durchklicken und so, Kinder saßen mal vor einem Computer, die haben mal gelernt, eine Maus zu benutzen. Die Tastatur brauchtest du nicht bei den Spielen. Mit dieser Erfahrung, dass ich eigentlich von Computern keine Ahnung habe, aber irgendwie flammte da so ein Interesse drin, bin ich denn 2005 in eine Arbeitsgemeinschaft gegangen im Schullandheim in Gadeling. Das war so eine Bruchbude, die existiert jetzt eigentlich auch nicht mehr, wurde dicht gemacht vor grob 2-3 Jahren leider. Und da war so ein älterer Lehrer, der hat mich vor einen Rechner gesetzt mit so einem Basic-Interpreter und meinte, hier, nimm dir mal diesen Zettel da und tipp das einfach mal ab und dann drück mal F5, schau, was passiert und danach reden wir darüber. Und so wurde ich dann Stück für Stück so ein bisschen an Basic rangeführt und ich lernte den Computer anfangs denn dort nur mit diesem Basic-Interpreter kennen und hatte eigentlich ansonsten keine fertige Software,
sondern das, was ich denn in der Zeit da am Computer gemacht habe, das habe ich mir von Grunde auf selbst geschrieben. Und dann kam ich eigentlich erst langsam ein Stück weit dazu, mich halt mit dem darunterliegenden Betriebssystem und sowas vertraut zu machen. Die Computer da waren alle steinalt, hatte ich ja gemeint, Pentium 2, SD-RAM drinne, vielleicht mal 128 Megabyte. Aber wir hatten Haufen Rechner. Also es kamen immer mal wieder Leute an, die meinten, hier, ich habe zu Hause einen Rechner, den brauche ich nicht mehr, wollt ja den haben. Und dann wurde gesagt, so, jo, nehmen wir. Und es war eigentlich schön, wir konnten die Rechner aufmachen. Das war überhaupt kein Problem, wenn da mal was kaputt ging. Wir hatten da Teppichboden drin, sind da schön mit dem RAM in der Hand über den Boden geschleift, haben uns gewundert, warum der RAM denn nicht mehr geht. Aber wir hatten eben Zugang zur Hardware, so wie ich das aus der Schule überhaupt nicht kannte. Ich konnte denn die Computer auch lokal vernetzen. Die hatten alle schon Netzwerkkarten drin, hatte dann auch angefangen, so ein bisschen Dateiaustausch darüber zu machen und kam dann, weil die Hardware halt so alt war, auch irgendwann dazu, mich mit Linux zu befassen, weil das eben halt ein aktuelles Betriebssystem auf dieser alten Hardware war, das gut lief. Im Gymnasium bin ich fast aus dem Computerkabinett rausgeflogen. Und zwar war das in der 12. Klasse. Mein Informatiklehrer meinte so, ja, ihr hört alle nicht richtig zu, ich sperre jetzt mal eure Rechner. War irgend so ein Windows 7-Abklatsch, keine Ahnung, was da an pädagogischer Software, so wie sie genannt wird, lief. Zumindest dachte ich mir so, jo, der Lehrer sperrt den Rechner, kann ich ihn eigentlich auch ausmachen, weil was will ich mit einem gesperrten Rechner, kann ich eh nicht dran arbeiten. Ich greife runter, drücke auf den Powerknopf, fragt mich das Windows 7, hier, da sind noch ein paar Anwendungen offen, willst du die schließen? Ich drücke auf Nö. Das Lustige war, die tolle pädagogische Software ist in der Zeit schon beendet worden. Ich hatte also einen entsperrten Rechner, das habe ich dann auch sofort ausgenutzt. Zwei Tage später kam so dieser hohe Infolehrer zu mir an, guckte mich mit einem ernsten Gesicht an und hat mir halt angedroht, mich vom Computerkabinett auszuschließen, weil das war ja ein Angriff auf die Sicherheitsinfrastruktur dort und er bekam eine Mail vom Landesschulamt und bla bums. Ich meinte, ja, was ist jetzt eigentlich? Ich habe da auf den Powerknopf gedrückt. Ich bin da jetzt mit keiner hohen Motivation rangegangen. Ich habe einen Knopf gedrückt und dann hatte ich, und gut, auf der Maus, also ich habe zwei Tastendrücke gemacht und dann hatte ich ein entsperrtes System. Was willst du eigentlich? Gut, ich bin nicht ausgeschlossen worden. Ich konnte auch weiter meinen Informatikunterricht machen, aber Vorbereitung auf den Alltag hatte ich quasi gar nicht. Auch so, sich mal im Internet irgendwie austoben, gucken, was gibt es an Webangeboten, das gab es in der Schule nicht. Was ich auch in der Schule merkte im Mathematikunterricht, wir haben da 50.000 Mal die gleiche Aufgabe im Prinzip gemacht. Wie bilde ich irgendwelche Ableitungen? Wie bestimme ich Wendepunkte und sowas? Das musste am Ende auch jeder Schüler können. Und dann musste das halt dutzende Male durchgerechnet werden. Mit Freiwilligkeit war da nicht viel. Ich hatte einen programmierbaren Taschenrechner mir besorgt, habe mir den Kram da einmal einprogrammiert, hatte dann halt schnell die Lösung parat, hatte auch einen Plot dazu, habe mir den Buch geschnappt und im Matheunterricht wollte ich lesen. Es war nicht. Ich sollte das schön auf dem Blatt Papier durchrechnen, auch wenn wir das schon zum x-ten Mal gemacht haben. Und halt so ein Spruch wie, wenn du das nicht kannst, dann ist es halt nicht schlimm, habe ich enorm selten gehört. Gut. Chrissy hat mir enorm geholfen, die Folien zu bauen. Ich hatte kaum Ressourcen. Ich bin hier jetzt auch total unvorbereitet. Es muss ein Brückenbild mit rein.
Warum? Hielt das eine gute Visualisierung des Zustands der IT an deutschen Schulen? Übrigens brauchst du dein Mikrofon zurück. Ja, es fängt den Moment ein. Gut. Ja, eigentlich schon Brückeningenieure jetzt? Nee, gut, kennen wir nicht mehr. Fehlt die Innovation. Ja, die Schüler kriegen ein fertiges System vorgesetzt in den meisten Fällen. Ich zeige nachher noch ein paar Positivbeispiele. Die erfahren wenig über den Aufbau von Hardware und dem Betriebssystem. Ist halt alles zugeriegelt. In der Schule hatten wir irgendein olles Mainboard rumliegen. Da war aber auch schon keine CPU mehr drauf. Vom RAM ganz zu schweigen. Also ich kann mich auch gar nicht vorstellen, dass das Mainboard irgendwie mal rumgereicht wurde oder sowas. Oder dass wir mal einen Rechner aufgeschraubt haben. Ich glaube, dieses Mainboard lag einfach nur in der Vitrine oder im Schrank rum. So wichtige Aufgaben wurden uns abgenommen, zum Beispiel Backups erstellen. Das, was wir in der Schule gespeichert hatten, das landete halt in irgendeinem Samba-Share und da musste das halt auch drinnen landen. Wir hatten jetzt nicht die Möglichkeit, da irgendwie mit einem eigenen USB-Stick oder sowas anzukommen oder einem CD-Rolling und zu sagen, hier, ich will mir mal Backups brennen. Das, was an Betriebssystemen vorherrschte, ist, das habe ich auch bei Linux Muster und auch bei Puavo festgestellt, ist krass hierarchisch aufgebaut. Also es gibt halt die Stufen Schüler, Lehrer und meistens, wenn halt keine Schüler die IT übernehmen, dann haben die Lehrer halt viel Macht. Ja, ich finde das ganz schön bevormundend. Also, das ist halt krass reglementiert. Ich habe das, als ich in der Schule war, auch festgestellt, dass der Internetzugang zensiert wurde. Ich konnte meine eigene Domain nicht aufrufen, weil da irgend so eine Blacklist meinte, dass ich Malware vertreiben würde über die Domain, ja. Eigene Software installieren ging im Prinzip auch nicht. Also da fehlten auch die Rechte zu. Ich hätte im Ernstfall irgendwie meine Lehrperson fragen können, aber selbst das war nur mit sehr hohem Aufwand verbunden. Und am Ende habe ich festgestellt, nö, ging nicht. Nun gut, ich hatte nur ein Windows in der Schule gehabt. Von dem, was ich mitbekam, was so unter Linux denn genutzt wurde, war eigentlich, dass es eine Verwendung von einer Konsole auch kaum gab. Ja, das dachte ich mir schon, dass da eine Anmerkung kommt. Warte, ich komme mit dem Mikro. Oder Winsleep, machst du? Dankeschön. Es würde überhaupt nichts helfen, wenn du mich als Lehrerin bitten würdest, da eine Software aufzuspielen. Ich darf das auch nicht. Auch nicht auf meinem individuellen Endgerät. Null. Ich darf da null ändern. Was für ein Endgerät ist das bei dir? Wir konnten wählen zwischen einem iPad und einem Laptop. Ich habe den Laptop genommen. Aha. Aber null Rechte. Okay, und da läuft denn auch irgendwie ein macOS drauf oder sowas? Ich glaube, Lino hat was. Ja, es ist halt einfach auch eine Sache mit Fleet Management. So, du willst halt, wenn du halt arsch viele Devices am Ende hast, dann will man die möglichst uniform halten. Und das heißt halt, natürlich darf da möglichst keiner was tiefgreifend drauf ändern. Das sollen quasi, idealerweise sind das alles Kiosk-Systeme, wo die Leute irgendwie so ein Verzeichnis haben, wo sie drauf schreiben dürfen, irgendwie ihr Home-Dir und der Rest soll möglichst gleich bleiben und da soll keiner was drauf ändern können, weil es halt übel der Albtraum ist, wenn dann die nächste Klasse kommt und plötzlich kann da einer sein, was auch immer, nicht mehr starten. Deswegen sollen die alle immer möglichst gleich sein. Das ist einfach quasi ein technisches Requirement, dass solche Systeme halt haben.
Aus wessen Sicht ist es ein Albtraum? Das ist halt die Frage. Aber Markus, du hattest... Moment. Sonst hören die Leute das im Stream nicht und in der Aufzeichnung ist es auch nicht mehr dabei. Und genau diese, es soll praktisch und einfach für den Betreiber sein, spiegelt die grundsätzliche Herangehensweise an das System Schule sogar wieder. Das sind letztlich auch Verwaltungsinstitutionen. Ivan Illich hat in den 70ern genau das schon kritisiert. Schule ist so. Und deswegen hängt alles, was da passiert, wenn es was Gutes ist, von individuellem Engagement ab, aber aus der Institution heraus kommt da gar nichts. Also die ist einfach konformistisch, autoritär und wenn man sagen will, gleichgeschaltet. Und genau so, da passt dann natürlich Fleet Management und die ganze Management-Software, das passt kulturell alles super. Deswegen kommt es da zum Einsatz, auch weil die Lehrer gar keine Luft zum Atmen haben. Die haben keine Sekunde Zeit. Das ist immer persönliches, zusatzfreiwilliges Engagement. Also vorgesehen ist dafür überhaupt nichts. Wir durften auf unseren Rechnern in der Schule fast alles installieren. Da gab es einen Punkt im Bootmenü, womit man den Rechner innerhalb von 3 Minuten wieder auf seinen Ursprungszustand zurücksetzen konnte. Und das ist eigentlich auch die technische Lösung, um sowas eigentlich doch möglich zu machen. Was lief da? Lief da denn Limbo? Oder? Fedora mit einem Netboot. Ah, cool. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Ronny, hast du was? Nö, okay. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, wie wir weitermachen wollen, weil eigentlich stelle ich ja fest, dass wir alle so eine relativ gleiche Vorstellung davon haben, wie es aussehen soll. Und habt ihr irgendwie Wünsche, wie wir weitermachen? Ja, ich würde einfach dann zügig durch die Folien durchgehen. Das ist, glaube ich, der beste Vorschlag. Ich habe mal so ein bisschen notiert, was ich mir halt wünschen würde. Ich kann die Folien ja selbst kaum mitlesen. Das ist wegen der Rückkopplung scheiße. So ein paar handwerkliche Fähigkeiten habe ich mir mal notiert, was ich mir wünsche, was Schüler so künftig mal lernen könnten. Oder zumindest, das wollte ich eigentlich auch noch erklären, das, was ich hier vorstelle, das soll jetzt kein Pflichtprogramm sein. Also die Kinder sollen schon selbst entscheiden dürfen, was möchten sie davon lernen, was können sie davon lernen und wo können sie auch mal sagen, nee, das interessiert mich nicht oder das werde ich vielleicht auch nicht brauchen. Aber zumindest die Möglichkeit erlebt zu haben, mal mit freien Systemen zu arbeiten, die sollte schon gegeben sein. Und da eben mal wirklich zu lernen, hier, wie sind Hardware- und Betriebssysteme aufgebaut, was gibt es so an Netzwerkfähigkeiten, auch mal was von TCP gehört zu haben und ein IP-Stack, das eigenständige Kennenlernen von Software, um sich halt dann auch mal selbst entscheiden zu dürfen, welchen Editor will ich haben, will ich Thunderbird als Mail-Client haben oder vielleicht doch was Einfacheres haben, welche Firefox-Add-ons brauche ich, will ich vielleicht einen Darkweeder da drin haben. Auch das Erlernen, um es danach selbst auch durchführen zu können, von der Wartung von Systemen, halt Backups anfertigen, Updates durchspielen und Firewall. Achso, ich betrachte übrigens das Ganze jetzt dahingehend, dass die Kinder alle ein eigenes Gerät haben, was halt irgendwie von der Schule gestellt wird. Dass das kein Problem ist, das sehen wir ja. Anhand dessen, dass hier irgendwie iPads und Notebooks in der Schule gekippt werden und macht damit halt irgendwas. Also die Hardware ist ja an sich da. Das ist jetzt auch keine finanzielle Frage mehr. Sehr wichtig finde ich hier den Punkt Umgang mit Fehlern lernen. Halt, wenn ich feststelle, das System macht nicht das, was ich will, dass ich mal gucke, warum tut es das eigentlich? Dass ich mal lerne, was sind Logdateien, wie lese ich die? Erkenne vielleicht auch, ich habe mich vertippt oder sowas?
Ich habe vielleicht ein Semikolon in meinem Quelltext vergessen. Das ist so das Häufigste bei mir damals gewesen. Und vielleicht irgendwann auch mal lernen, Bugreports zu erstellen. Ja? Du sagst, das ist übertrieben. Nein, überhaupt nicht. Allein schon das Lesen von einem Pop-up, bevor man es wegklickt, zu gucken, was steht denn da eigentlich drin. Ja. Das ist oft schon ein unglaublicher Erkenntnisgewinn für die Lösung. Ja, und hier zum Beispiel halt auch mit den Anleitungen, die existieren, arbeiten. Zum Beispiel meine Manpage lesen, ja, das ist nicht einfach. Und wenn mir die Manpage erstmal nicht weiterhilft, dann suche ich halt im Internet weiter danach. Und da muss ich halt dann auch lernen, Stichwort Medienkompetenz, wie benutze ich eine Suchmaschine gescheit? Und halt nicht, ich tippe die Frage jetzt als allererstes in ChatGPT und bekomme irgendwelchen Unfug, wenn es was Spezielleres ist. Und wichtig auch, Gefahren selbstständig zu erkennen. Das setzt wiederum voraus, dass ich eben zum Beispiel einen freien Internetzugang habe. Dass mir eben alles, was irgendwie potenziell mal gefährlich sein könnte, nicht sofort von oben herab wegblockiert wird, sondern dass ich halt auch mal irgendwie so ein bisschen in die Richtung komme zu sehen, aha, hier bin ich vielleicht einer Gefahr ausgesetzt. Genau, um den halt auch später festzustellen, jo, so ein Computer kann ich als Alltagswerkzeug benutzen und das ist eben nicht nur eine Maschine, mit der ich durch TikTok durchscrollen kann oder da nur mein Office-Kram drauflaufen habe, quasi so als Schreibmaschine oder mit einem Computer nur zocken kann, sondern das eben wirklich als Werkzeug auffasse, was mir im Alltag enorm hilft. Dadurch, wenn ich halt von dieser Hardware- und Software-Seite her komme und dann merke, jo, ich gewinne jetzt ein Werkzeug, was mir im Alltag hilft, dann halt irgendwann auch mal festzustellen, ja, die digitale Welt ist jetzt keine Magie, sondern da ist auch was Zwischenmenschliches dabei. Diese ganze Elektronik, die Hardware und die Software, die ist aus Menschenhand entstanden und das halt auch zu reflektieren, dann kann man vielleicht auch mal erkennen, wie kommt so ein Bug zustande. Ja. Und halt auch Stichwort Gefahren erkennen, Datenschutz erlernen. Wie lerne ich mit meinen Daten verantwortungsbewusst umzugehen, wenn ich die Möglichkeit habe, auf meinem Gerät halt eine Firewall konfigurieren zu können, auch eben selbst festzustellen, jo, das sind zum Beispiel offene Ports, da muss ich schützen. Auch schön zu lernen ist generationenübergreifendes Arbeiten. Wir sind eigentlich so im Hackspektrum altersmäßig total breit vertreten. Und eben den lese ich halt mal einen Bug-Report von einer Person, die schon 70 ist, und eine Person, die 14 ist, die hilft darauf hin. Das ist doch für Schüler auch mal was sehr Schönes, sowas zu erleben. Oder auch mehr global leben zu können, dass ich eben aus anderen Fächern ja den Informatikteil mit rausnehme und mal schaue, wie sieht's in anderen Ländern aus. Das hat mir in der Schule auch enorm gefehlt. Und eben wirklich, das fehlt mir gesellschaftlich total, selbstständig Fehler zu erkennen und auch selbstständig zu lösen, eben wirklich mal Verantwortung anzunehmen. Ist das nicht übertrieben, fragen sich jetzt viele. Sind meine Vorstellungen, die ich habe, nicht wirklich zu weit? Nö, gut. Ja, denke ich auch so. Unser Leben hier ist eigentlich kaum noch ohne Digitales machbar. Also zumindest hier in Deutschland, ich würde mal sagen, in Westeuropa insgesamt, in ganz Europa betrachtet eigentlich auch schon durch die ganze EU-Regelung.
selbst wenn ich selbst für mich entscheide, nö, Computer will ich nicht, brauche ich nicht. Hier, Notebook, keine Ahnung, kann ich zuklappen, Brot drauf schmieren, kann ich mit einem iPad auch machen. sind meine Daten irgendwie in unserer heutigen Gesellschaft irgendwo digital? Wenn ich zu meiner Hausärztin gehe, dann tippt die ihren Befund in den Rechner ein. Wenn ich irgendwo ein Bankkonto habe, was irgendwie zwingend heute notwendig ist, zumindest hier in Deutschland, dann liegt das auch irgendwie in Computern. Katika hat ja mal, ja, gleich, Katika Kühnreich hat ja in einer Veranstaltung von Chrissy auch mal so die These aufgestellt, wie lange kann ich mich eigentlich hierzulande bewegen, ohne dass irgendwie Daten von mir digital erfasst werden? Und was war die Antwort von Katika? Weißt du sie noch? Halbe Stunde höchstens, okay. Ja, du hast. Nö, erzähl ruhig. Ich wollte nur noch ergänzen, dass ja die Fahrzeugdaten immer spannender werden für die Versicherer, wie auch für staatliche Stellen, die sogenannte Rettungsbox. Mhm. Also mit dem Auto komme ich keine halbe Stunde weit. Ein Bekannter von mir hat von BMW Post bekommen. Da stand dann drin, haben wir festgestellt, dass sie ihren Wagen 3 Wochen lang nicht bewegt haben. Per Brief hat er das bekommen. Ja, das ist schlecht für den Motor. Bitte fahren Sie den Wagen mal aus. Uhr, okay. Wo du hier jetzt gerade die Frage in den Raum stellst, ob das nicht zu viel ist. Ich bin hier hinten. Hi. Ah. Also ich würde mich schon fragen, inwiefern die Kompetenzen, die du hier ansprichst, für Alltagsnutzer notwendig sind. Mhm. Natürlich sind das coole Kompetenzen, die für uns als Geeks irgendwie auch sehr relevant sind. Aber wenn du das jetzt anfängst, in der Schule allen beibringen zu wollen, landet man ja irgendwie so ein Stück weit an einem Punkt, wo, glaube ich, die Schüler dann auch wieder das Problem haben, was brauche ich davon? Also so wie ich mir in Mathe immer gedacht habe, was brauche ich davon? Dann holst du damit wieder die Leute nicht ab und verlierst sie. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Möglichkeit gäbe, das dann als ein Alternativkonzept anzubieten oder sowas. Also so à la AGs oder sowas. Plus, wer macht das? Müssen das die Lehrer machen? Woher holst du die Kompetenz für die Lehrer? Ist das nicht zu viel so? Die Sache ist, wenn du Arbeitsgemeinschaften hast, Lino hat auch eine Frage oder eine Anmerkung, wenn du Arbeitsgemeinschaften hast, das ist ja, du musst ja erstmal überhaupt den Mut oder so die Entwicklung fassen, zu so einer Arbeitsgemeinschaft hinzugehen. Und da sind viele schon von abgeschreckt. Und wir müssen pädagogisch wirklich mal hinterfragen, ist dieses Konzept, Lehrer steht vorne und erzählt, was gemacht werden soll, überhaupt richtig? Oder agiere ich lieber nicht mit den Schülern zusammen? Schraube ich die Hierarchie nicht lieber runter und bin mit den Schülerinnen und Schülern auf einer Ebene und lass mir als Lehrperson von denen halt auch mal sagen, hier, das interessiert uns, da möchten wir uns mehr mit befassen. Aber zumindest mal so grob die Möglichkeiten aufzuzeigen, was möglich ist, das halte ich schon für wichtig. Genau, ich würde zu der Frage noch anmerken, ne? Also ne, man spricht ja viel von Digital Literacy und ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Ne? Es geht am Ende eben genau darum, ne, klar, ist es auch anstrengend, den Kindern Lesen beizubringen, aber das müssen die halt, weil wir halt in einer Welt leben, in der Schriftlichkeit unheimliche Wichtigkeit hat. Genauso wie es halt wichtig ist, dass Menschen halt lesen können, müssen Menschen, so das ist halt vielleicht über die Radikalität, müssen Menschen natürlich auch Code lesen können. So, weil genau wie ich im Zweifelsfall sozusagen ne, den Gesetzestext parsen können will, der mich betrifft, will ich auch das Programm lesen können, das am Ende mich noch viel mehr betrifft, als es vielleicht heutzutage ein Gesetzestext tut. Deswegen gehört das für mich zur Allgemeinbildung dazu. Klar, natürlich coden zu können, Bugreports lesen zu können, schreiben zu können, das muss man halt können. Oh, schön, es entwickelt sich eine Diskussion, Winzlieb. Ich kann ja inzwischen mal ein bisschen durchscrollen und mal gucken, was wir uns so anschauen noch.
Ja, das ist eigentlich für uns klar. Erzählt ruhig. Ja, ich wollte noch ergänzen, dass die Schulen damit auch ein Stück weit überfordert sind, weil alles sich unheimlich schnell verändert. Die lagern das auch aus. Also ich weiß das konkret, weil ich das mache, Medienkompetenzvermittlung an Schulen. Ich bin keine Lehrerin, weil die das selber nicht können. Das heißt also, ich gehe da hin und mache Elternabende, erzähle denen, was vielleicht Risiken von TikTok sind, wie Kinder Medien nutzen, was für Gefahren es für Kinder gibt, wie man die schützen und begleiten kann. Mache Schülerworkshops zu Hate Speech, Cybermobbing und so weiter und so fort, weil die Lehrer gar keine Zeit wahrscheinlich auch und Kapazität haben, das alles aufzuholen. Und wenn ich selber mich da beruflich mit befasse und sehe, was für ein Riesenfeld Medienkompetenz ist, ist mir auch völlig klar, warum das nicht geht. Und die Kultusministerkonferenz hat Medienkompetenz schon 2018 oder so als Querschnittsaufgabe definiert. Bedeutet, jedes Fach soll das irgendwie, wo es gerade so passt, einflechten. Also da gibt es kein so ein richtig gutes Konzept. Und weil das eben natürlich in manchen Fächern irgendwie besser und in manchen vielleicht schlechter passt, lagern die das vielfältig aus. Ich meine, das ist besser als gar nichts, aber eigentlich wäre es cool, wenn es mich dafür gar nicht bräuchte. Ja, es geht in eine ähnliche Richtung. Also ich will auch nochmal, ich bin selbst nicht Lehrerin, aber bin viel an Schulen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre selbst Lehrerin an der Schule und würde mit diesen Vorschlägen konfrontiert sein. Und ich würde dann jetzt erstmal in meinem Kopf durchaus finden, ja, finde ich alles überzeugend und finde ich eigentlich auch richtig, dass es genauso passieren muss. Das ist ja schon mal eine große Hürde. Also solche Lehrkräfte muss man erstmal finden, aber ich würde sagen, okay, die gibt es, die dem noch zustimmen würden. So. Dann habe ich aber die Situation erstens, ich selber habe einen super vollen Alltag, super viele Herausforderungen und ich habe davon echt keine Ahnung und fühle mich komplett unsicher. Die zweite Schwierigkeit ist, ich habe Eltern im Hintergrund, die super unsicher werden, sobald es um irgendwie digital geht und die schrecklich Angst um ihre Kinder haben, dass da irgendwie was Böses passiert. Damit muss ich mich auch irgendwie auseinandersetzen. Mhm. Und dann haben wir den dritten Punkt, was wir schon angesprochen haben. Diese Digitalausstattungsinitiative, die lief jetzt und da hängen die ganzen iPads in meiner Schule rum und ich habe jetzt erstmal nicht die Möglichkeit zu sagen, ha, hups, hier will ich jetzt übrigens technische Ausstattung XY. Und was mich freuen würde, ist, wenn wir aus der Perspektive, also ich will das gar nicht missmachen und sagen, alles geht gar nicht, aber ich glaube, aus dem Blick müssen wir mal drauf gucken und sagen, was wären denn dann ganz konkret erste Schritte, die wir in so einer Situation sagen könnten, okay, liebe Lehrerin, wir würden dir mal empfehlen, mach doch mal 1, 2, 3. Also wenn ich in der Schulleitung wäre und mir würden da iPads hingekippt wären, ich glaube, ich würde eine Arbeitsgemeinschaft gründen, wo ich den Kindern sage, hier setzt die iPads irgendwie bei Kleinanzeigen oder sowas rein und das Geld nutzen wir denn für gescheite Hardware. Irgendeine Schülerfirma gründen, das geht. Ja. Warte, Markus, eine Person hinter dir ist noch. Alles ja, gut. Also de facto bedeutet das, was du da dir wünschst, das System Schule vom Kopf auf die Füße zu stellen, mit dem gegenwärtigen System Schule funktioniert das nicht. Und das heißt überhaupt nicht, dass das, was du dir wünschst, falsch ist, sondern das muss die Grundlage sein und alles andere hat sich dem unterzuordnen, weil es eben genau so ist. Es geht nicht mehr ohne digital. Das ist die Grundlage leider der gesellschaftlichen Teilhabe, das ist es jetzt. Und da muss ich rangeführt werden vom Grund auf. Ja, ich muss nicht jede Nische vertiefen und nicht mich in allem auskennen, aber Teilhabe bedeutet eben, ich habe es einmal verstanden. Es geht nicht anders. Genau, weil wenn ich kein Wissen darüber habe, was mit meinen Daten passiert, dann kann ich auch überhaupt nicht irgendwie rechtlich eingreifen und auch mal netzpolitisch aktiv werden. Genau. Es waren hier vorne noch zwei Fragen. Sehr schwierig finde ich die Unebenheit und die Schräge von dem Feld, auf dem man sich da bewegt bei Schule, weil die Wirtschaft eben wirklich Milliarden in dieses System Schule hineinpumpt und da natürlich irgendwann auch mal Rendite sehen will. Das Schöne bei den Tablets, die in die Schulen gepumpt werden, ist ja, dass die nach 5 Jahren erneuert werden müssen oder vorher. Das heißt, der Folgeauftrag ist da schon, kommt schon irgendwie. Und man kann schöne Schnittchenempfänge machen und schöne Fotos, Pressefotos machen, wenn man wieder so Dinge übergeben hat. Und das Zweite ist die Frage nach der Tiefe.
wie tief müssen die Kompetenzen sein, um sinnvoll als Ziel überhaupt sinnvoll zu sein. Und da sehe ich das anders. Ich bin selber Softwareentwickler, finde Coden machbar und ja, kann man schon können. Aber ich glaube nicht, dass das alle können müssen. Ich sehe das so wie beim Essen. Also man sollte wissen, wie eine Mahlzeit zustande kommt, auch wenn man sie selber nicht kochen kann, um darauf vielleicht zu beurteilen, welche Zutaten sind da reingewandert, worauf lege ich Wert, was will ich vermeiden, aber möglicherweise, wenn man es üben würde, es auch erreichen könnte, aber man muss es nicht unbedingt praktizieren. Also ich halte es nicht für notwendig, dass alle Kinder coden können. Ich halte es aber für wichtig, dass es in Reichweite ist und eventuell im Rahmen dessen, was man mal mit einer Vertiefung macht oder so. Aber können müssen, glaube ich, ist nicht für alle. Aber so Wirkzusammenhänge zu kennen, was kann nur passieren, wenn Netzwerk da war? Ja, Kommunikationsvorgang, ist das etwas, was muss da sein? Welche Gefahren hat das? Welche Infektionen sind da möglich und so? Also so Wirkzusammenhänge finde ich wichtiger als konkrete Doing-Kompetenzen, was jetzt Coden anbelangt oder so. Claudio und Lino hatten. Genau, vielleicht als Idee, als Kompromiss. Ich glaube, als Schülerin hätte mir einfach gewünscht, dass mir wenigstens die Optionen gezeigt worden wären. Also auch in den Ende 90ern gab es schon Linux, das wusste ich aber erst Anfang 2000, also Mitte 2000, dass es das überhaupt existiert. Oder dass, wenn ich jetzt sage, ich mag mich näher mit dem Aufbau eines Programms irgendwie auseinandersetzen, dass mir dann wenigstens gezeigt wird, naja, dann gucke mal da oder ich weiß, hier gibt es eben ein Hackspace oder was in der Stadt, geh mal dahin. Also je nach Alter, aber so wie es halt irgendwie geht. Also ja, dass Optionen wenigstens gezeigt werden, das wäre, glaube ich, am wichtigsten. Genau, wir so stelle ich mir. Nee, Lino hatte noch was, ne? Ja. Während Winslieb hingeht, kann ich ja mal sagen, genau das denke ich. Ich denke mir auch so, es sollen halt Möglichkeiten präsentiert werden. Die Kinder müssen am Ende nicht alles können. Wenn es halt Kinder gibt, die keinen Log lesen können, dann ist es so. Du wirst aber dann in der Klasse trotzdem noch Kinder, ein, zwei Kinder haben, die dann mal einen Log lesen können und einen Bug-Report erstellen können. Dann hilft man sich gegenseitig. Und das ist eben das, was wir für einen Alltag eben auch vielleicht auch neu lernen müssen. Ja, wenn du mal anmerken zu diesem diese Anmerkung mit, ja, die Kinder müssen nicht kochen können, finde ich witzig, da merkt man, wie akademisch auch unsere Bubble hier geprägt ist, weil so wie das Bildungssystem momentan funktioniert hier, wenn man nicht gerade auf ein Gymnasium geht, ist der Staat schon der Meinung, dass Kochen können zu dem gehört, was man so lernen soll. So, ne? Dass man in Hauswirtschaftskunde in dem Fall auch lernt, wie man mal hier eine Tomaten, genau. Also, ne, ich meine, dass man auch lernt, wie man eine Kartoffelsuppe kocht. So, das ist der Staat schon der Meinung, dass man das können muss. Und ich denke mir, also, ne, wenn man nicht gerade nur, ich weiß nicht, was die Idee ist mit Gymnasiasten, die, weiß ich nicht, haben dann eine Haushälterin oder weiß nicht, was da der Gedanke hinter ist, dass das da nicht auf dem Lehrplan steht. So, und ich finde aber genau auf demselben Level, denke ich mir, genauso wie man das können muss, müssen wir natürlich auch sich mit dem Computer zurechtfinden. Wegen der Zeitproblematik hatte ich eigentlich eine schöne Erfahrung mal im Ethikunterricht gemacht. Da ist noch eine Anmerkung. Ich erzähle das nur schnell noch fertig. Und zwar, die Ethiklehrerin hat uns im Prinzip immer Einzel- und Gruppenaufgaben gegeben. Die Gruppen konnten wir selbst zusammenmischen und wir haben halt so grob eine Vorgabe bekommen, um welche Inhalte wir uns kümmern sollten. Und mussten das halt selbst ausarbeiten und vorstellen und die Lehrerin hatte dann auch Zeit, sich auf anderen Unterricht vorzubereiten und uns ein bisschen zu unterstützen. Aber die eigentlichen Lehrinhalte wurden dann von uns ausgearbeitet und präsentiert. Und in der Uni habe ich auch viele so Modul- oder Projektveranstaltungen kennengelernt. Hier an der TU Dresden zum Beispiel bei Stefan Köpse, der macht das in Informatik und Gesellschaft sehr gut. Der stellt sich nur die ersten 3-4 Vorlesungen vorne hin und erzählt ein bisschen, worum es gehen soll. Und dann werden Themen verteilt und
Die Studis sollen sich dann selbst darum kümmern, wie sie das Ganze in der Gruppe präsentieren. Und dann wird das in der Gruppe auch diskutiert. Und sowas wünsche ich mir für die Schule eigentlich auch sehr. Genau, Prüfungen sollen ein grobes Verständnis abfragen, kein Detailwissen. Und vor allen Dingen sollen Zusammenhänge aufgezeigt werden. Aber manchmal lassen sich Zusammenhänge auch nur aufzeigen, wenn ich eben ins Detail gehe. Genau. Besonders sind die Lehrer, wenn sie ihre Schülis ranlassen, um Lerninhalte denn jedes Jahr aufs Neue zu bauen, auch davon befreit, sich ständig mit neuen Inhalten befassen zu müssen. Denn lesen die Lehrer halt, oh, es gibt, keine Ahnung, eine neue Programmiersprache, finde ich interessant, setze ich mal da meine Schüler drauf an, die sollen da mal gucken, was da dran gerade cool ist. Da wäre dann aber das Problem, dass du ja den Lehrplan einhalten musst. Also ich befinde mich derzeit in einer vollzeitschulischen Weiterbildung, ist auch Erwachsenenbildung, aber selbst bei uns kommt halt nicht viel rum und die Lehrer sind völlig überfordert. Wir haben auch zu wenig Lehrkräfte, das merken wir. Bei uns gibt es sehr viel Ausfall, wir müssen aber trotzdem in 2 Jahren irgendwie die Inhalte reinkriegen. Und ich sehe, dass die Lehrer halt wenig Zeit haben daran, wie sie auch mit den digitalen Unterrichtsmedien umgehen. Manchmal gucke ich meinen Lehrkräften dabei zu, wie sie eine Viertelstunde lang mit der Hardware kämpfen, bis dann mal irgendwann der Unterricht losgehen kann. Und das, was wir an diesen digitalen Tafeln da haben, wenn ich mir angucke, damit würde ich auch nie arbeiten wollen, weil die Software, die dafür da ist, die ist furchtbar. Man hat zwar tolle Stifte, wo man da drin rummalen kann, aber das hat das Leck des Todes. Also ich mache den Strich und eine Sekunde später ist da mal ein Strich da. Dann muss ich auch darauf achten, dass ich das richtige Programm nehme und das macht halt auch den Unterricht schwierig. Also der Vorschlag mit den, die Schüler da mal ranlassen und neue Themen, neue interessante Themen ausarbeiten lassen, finde ich super. Das Problem ist, man muss sich an den Lehrplan halten und der ist halt mega steif und sehr langsam zu ändern. Ja, das ist halt schade. Sieht so ein Lehrplan denn auch vor, dass das Einzelarbeiten oder halt Frontalunterricht sein muss? Gibt es da Vorgaben? Nee, du hast aber bestimmte Themengebiete, die abgearbeitet werden müssen. Kleines Beispiel, wir haben zum Beispiel Ethikunterricht, weil der Lehrplan vorgibt, wir sollen Ethikunterricht haben. Jetzt steht unsere Lehrerin vor dem Problem, ich muss den ganzen Leuten da irgendwie versuchen, Ethik beizubringen. Und da hat irgendwie keiner Lust zu, die sind alle unmotiviert. Also nimmt sie sich so ein bisschen Arbeitspädagogik, Kommunikationswissenschaftszeugs und vermittelt uns das, dass wir halt was über Kommunikation in Ethik lernen. Entspricht nicht dem Lehrplan, aber sie kann es halt irgendwie durchdrücken. Sie kann es irgendwo vertreten. Aber sie kann halt nicht sonderlich weit davon abweichen. Man hat schon einen gewissen Interpretationsspielraum, aber nicht zu groß. Also bei uns ist zum Beispiel auch festgeschrieben, ich habe Assembler und C und alles andere nicht. Wo bist du? Das kann ich dir nachher mal sagen. Ich möchte das nicht laut öffentlich äußern. Okay. Also zum Thema Lehrpläne und Inhalte. Ich komme aus Bayern und da weiß ich, es ist so, die Lehrer können unterm Strich machen, was sie wollen, wenn sie die Lernzielkontrollen, die in den Lehrplänen drinstehen, machen. Das heißt, die können im Unterricht tun, was sie wollen, solange die Prüfungsinhalte dem Lehrplan entsprechen. Und das ist auf der einen Seite Freiheit, auf der anderen Seite aber, irgendwas muss abgeprüft werden. Und ich weiß aber nicht, wie grob oder detailliert die Lehrpläne sind. Ich bin selber nicht an der Schule, ich bin kein Lehrer, ich habe noch nie Lehrpersonen, ich habe noch nie Lehrpläne gesehen, ich weiß nicht, was da drin steht. Ich weiß es nur von Aktiven aus dem Lehrbetrieb, die sagen, man kann eigentlich machen, was man will, hat aber dann auch viel Arbeit, was man nicht haben müsste, wenn man es so macht wie alle anderen. So, da hinten ist noch. Sorry, Vince, lieb, dass wir dich so rumschicken. Dankeschön. Also ich kann dazu was sagen. Es ist so, dass die Einführung in die Computerrecherche beispielsweise liegt in Sachsen an den Oberschulen
bei den Deutschlehrenden, also in Klasse 5 sollen die Leute, die Deutsch unterrichten, das Recherchieren im Internet einführen, da haben teilweise die Schülerinnen und Schüler noch nicht mal einen Zugang. Informatik schaltet sich dann irgendwann später zu. Das sind für mich Nachrichten aus Absurdistan, aber es sagt eben genau das, ja, wenn derjenige, diejenige das als Auftrag annimmt und ernst nimmt und sich da dreht, kann man eine vernünftige Computerrecherche lernen, ansonsten nicht. Ja, also das ist so niedrig bewertet, obwohl das so bedeutend ist für die Einzelnen, das soll mal eben der Deutschlehrende nebenbei mitmachen. Obwohl der Informatikunterricht erst viel später beginnt, der überhaupt lernen soll, wie du dich im Internet bewegen kannst. Toll. Kann ich mir die Folie hier eigentlich so viel mehr Unterrichtsstunden, ich glaube, die Folie kann ich mir dann sparen. Ja. Also ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Und ich habe die Erfahrung 1990 im Februar gemacht, als die Winterferien waren. Da haben das OSZ damals die Kabinette Computerausstattung von Siemens bekommen. Und da hieß es dann nur, du kannst es ja. Und dann setz dich mal mit deinen Lehrern und Lehrerinnen abends hin. Und das, was du denen abends mitbringst, das müssen die nächsten Tag in der Schule wiedergeben. Und so komme ich mir hier gerade vor, wenn ich euch höre, dass die Deutschlehrer den vollkommen Unwissenden Recherche beibringen sollen oder hier Apple-Dinger irgendwo abgekippt werden und da soll irgendeiner mal irgendwo machen. Leute, wo hängen wir denn eigentlich fest? 40 Jahre hängen wir hier mehr oder weniger in der Gegend rum und sind nicht einen Schritt weiter als 89. Die Frage, die mich dabei aber noch viel mehr interessiert, haben die Lehrerinnen und Lehrer, die Pädagogen eventuell irgendwo eine Chance, sich dagegen überhaupt zu wehren, dass das so verkeilt und so wie in der Schublade, du machst einen Schrank auf, Schublade auf, hast du nicht gesehen, passt nicht, okay, Schublade wieder zu. Gibt es irgendeine Chance, da rauszukommen? Müssen ja nicht auch unbedingt Lehrkräfte sein. Das können ja auch Eltern oder die Schülerinnen und Schüler selbst sein. Wer auch immer. Aber wenn ich habe jetzt versucht, die Kommentare alle irgendwie so ein bisschen einzusortieren. Ich komme mir echt vor wie 89, 90, als es die ersten Computer im Osten gab. Ronny hat was. Also, sozusagen, dass in der DDR, also vor 89, war der Computer schon als extrem wichtiges Element in der Gesellschaft erkannt worden. Dort wurden auch Grundlagen an den Schulen unterrichtet, also auch Hardware-Grundlagen und so. Ich meine, gut, das Themenfeld ist weitaus komplexer heute geworden. Da ist das Internet dazugekommen, dann die ganze Anwendungssoftware, aber es ist tendenziell dann eher schlechter geworden, was die allgemeingültige Ausbildung am Computer angeht. Also wenn man davon ausgeht, dass eher heute gezielt auf proprietäre Anwendungen geschult wird. Das muss ich jetzt mal so sagen. Also Also dazu noch, das zeigte sich ja auch, dass gegen Ende der DDR-Zeit, dass die ja noch so weit reif war, ganze Computerkabinette mit einem eigens entwickelten Bildungscomputer ausgestattet worden sind. Also quasi mit einem Computer, der wirklich auf die Bildungsarbeit im Informatikunterricht in den Schulen ausgestattet worden ist. Soweit nochmal als Anmerkung. Hallo. Ich finde es jetzt gerade etwas aufgeladen. Und ich kann den Unmut zwar verstehen, nur wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, ob Recherche, ob sie jetzt im Internet ist oder in Büchern, ob das vielleicht eine
Aufgabe für den Deutschunterricht sein könnte, finde ich jetzt erstmal nicht so schlimm. Also es wäre für mich erstmal so eine Idee, ist es nicht vielleicht irgendwie eine Art Informationsnachrichtenkompetenz und deswegen finde ich nicht so schlimm, wenn es im Deutschunterricht ist. Also jetzt erstmal so. Und abgesehen davon fand ich total schön, was du vorhin gesagt hast, man muss diese Wirkzusammenhänge, die Grundlagen gut kennen und die sollten sich im Informatikunterricht oder in der Schule, ob die jetzt fächerübergreifend, also ich bin fächerübergreifend ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, fächerübergreifend oder im Informatikunterricht sind, unbedingt in die Schule bringen. Und dann wiederum fand ich toll, was, sie ist jetzt leider schon weg, aber Nele Hirsch gesagt hat, dass wir jetzt einfach mal schauen müssten, wahrscheinlich, was die ersten drei Schritte wären. Weil ich glaube, man kann sich ganz viel wünschen, dass das Schulsystem jetzt ganz anders ist als vorher und dass es komplett umgekehrt sein muss. Aber ich glaube nicht, dass irgendeine Art von Kultur irgendwie von einem Tag auf den anderen umgekrempelt werden kann. Und deswegen denke ich, dass diese Idee, wir gucken jetzt, welche ersten drei Schritte wir machen können, viel konstruktiver ist, als quasi sich jetzt hier hinzusetzen und sagen, alles ist ganz furchtbar und vor 20 oder 50 Jahren war es auch schon ganz furchtbar, sondern zu gucken, was ist jetzt schon ganz gut. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist, die gesagt hat, sie macht Medienkompetenz jetzt schon in der Schule. Ne? Ist doch ein erster toller Schritt, oder nicht? Und dann, wie kommt man von da weiter? Also, weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht. Ja, zuerst einmal. Ich möchte anmerken, also ich komme aus dem Bildungssektor, aber eher aus der Wirtschaft. Wir versuchen, Software zu vertreiben. Also ein bisschen schwierige Ansicht. Wir versuchen das deutschlandweit und ich möchte sagen, die Situation gerade im Informatikunterricht ist sehr unterschiedlich in den Bundesländern. Das muss man immer mitdenken, dass die Lehrpläne, die sind in jedem Bundesland unterschiedlich. Das heißt, das, was zum Beispiel jetzt gerade vorne steht, das war bei mir, ich komme aus Sachsen, ich war hier im Gymnasium, das wurde gemacht im Informatikunterricht vor 15 Jahren. Was ein Feines davon? Wie bitte? Was ein Feines davon? Wir haben das alles durchgegangen. Das schön. War Teil, was ich hatte eine sehr gute Informatiklehrerin, das hängt sehr viel an den Lehrkräften. Ja. Die müssen geschult werden. In anderen Bundesländern hören wir das von unseren Sales-Leuten, die haben keine Ahnung von dem Thema. Es soll jetzt Programmieren beigebracht werden in ganz Deutschland im Informatikunterricht. Es gibt Bundesländer, da ist eben, ob gut oder schlecht, keine Programmiersprache angegeben. Die Lehrer wissen nicht, was sie tun sollen. Also wenn es einen Schritt gibt, den ich gerne sehen würde, schon seit sehr vielen Jahren, ist ein einheitliches Bildungssystem in Deutschland, also politisches Engagement für einfach ein Lehrplan, der einheitlich ist. Das macht, glaube ich, sehr viel einfacher, auch in dieser Diskussion, weil wir dann nicht alle über einen anderen Stand reden und viel anekdotisch ist, was ich jetzt zumindest gerade das Gefühl habe hier. Ich habe jetzt hier vorhin gerade mehrere Minuten überlegt gehabt, ob ich mich überhaupt offenbare. Ich war Lehrer gewesen. Ich war Lehrer gewesen, sowohl also an einem Gymnasium als auch in der Oberschule hier in Sachsen, bin als Quereinsteiger rein in die ganze Sache. Und die ersten paar Wochen, also erstens, ich war leider an einer Privatschule, das war der eine Nachteil, aber das heißt keine Vorbereitung und ähnliche Sachen bekommen. Aber die ersten paar Wochen liefen so ab, dass ich quasi von der 7. bis zur 10. Klasse meistens schon so kam wie 10. Klasse noch nie was von einem Bit oder einem Byte gehört. Kein ASCII, kein gar nichts. Dann habe ich eben versucht gehabt, die meisten Sachen, die du jetzt hier vorgestellt hattest, irgendwie so ein bisschen umzusetzen, soweit es irgendwie ging. Meistens gab es dann sehr schnell erstens Gegenwehr seitens der Schulleitung, sowohl am Gymnasium als auch an der Oberschule und auch von den Kollegen. Ich habe dann zum Halbjahr große Proteste bekommen und durfte mich dann entsprechend melden, warum ich noch kein Excel spezifisch und kein Word gelehrt habe. Ich habe versucht gehabt, in der 7. Klasse im Gymnasium anzufangen, denen, weil die digital mitschreiben wollten. Ich habe auch gesagt, das finde ich total cool im Vergleich zu irgendwo Blatt und Papier, was üblich war. Habe ich gesagt, okay, hier folgende Sache, Markdown. Da habt ihr eine Variante, was ihr mal irgendwo machen können, was Neues lernen kann. Komplett überfordert gewesen, überhaupt grundsätzlich erstmal schon einen Rechner anzuschalten.
Zum Thema, was du vorhin hattest, mit mehr Informatikunterricht. Also meine Erfahrung war gewesen, war es eine Dreiviertelstunde in der Woche. Das heißt, die erste Viertelstunde verbringst du nur damit, die Kids erstmal dazu hinzubekommen, dass die Rechner alle an sind, dass die alle funktionieren. Oder dass die Billiggeräte, die von der Schule gekauft wurden, für 300-400 Euro als Laptop überhaupt noch einen funktionierenden Akku hatten und deshalb nicht genutzt werden konnten im Unterricht. Und dann hast du die letzten 10 Minuten damit wieder verbracht, sozusagen alles wieder abzubauen. Das heißt, du hast effektiv, naja, grob zwischen 20 und 25 Minuten allerhöchstens gehabt, um Unterricht zu geben. Und dann hast du zwar einen Lehrplan, aber der Lehrplan wird von den meisten Informatiklehrern, die ich kennengelernt habe, komplett ignoriert. Und vergleichsweise würde ja schon mal hilfreich sein, wenn wenigstens der Lehrplan gegeben würde. Also, wie gesagt, 10. Klasse, noch nie was von einem Bit und einem Byte gehört. Also das ist der Stand, der üblich ist. Auch in anderen Schulen habe ich von außerhalb der Schulen, an denen ich gelehrt habe, ebenfalls von Lehrkräften gehört. Insofern, um dahin zu kommen, was du jetzt hier vorgestellt hast, was ich zu 100% unterstütze und eigentlich auch mit dieser Variante reingegangen bin, wenn wir uns mit der gleichen Geschwindigkeit weiterbewegen, wie der wir uns jetzt fortbewegt haben, die letzten Jahrzehnte, kriegen wir es vielleicht bis 2100 hin, wenn es gut geht. Also es ist, ich muss einfach sagen, ich bin da sehr desillusioniert, was das angeht, weil ich habe da einfach extrem schlechte Erfahrungen aus erster Hand gemacht. Hast du irgendeinen ersten Vorschlag, irgendeine erste Idee, die du uns mit auf den Weg geben kannst? Durchsetzen, dass wenigstens der Lehrplan gemacht wird. Was stand da so drin? Ganz ehrlich gesagt, du hast doch da vorne ein Gerät, was mit Internet verbunden ist. Ich hätte einfach mal gesagt, such doch einfach mal probehalberweise den Lehrplan für Gymnasien in Informatik in Sachsen raus. Und dann schau mal rein. Kleinen Moment. Es stehen die Sachen zum Großteil drin, was da bei dir angegeben ist, aber es wird halt nicht gemacht. Ja, die sind alle öffentlich zugänglich. Du kannst sämtliche Lehrpläne, und die haben sie auch jetzt vorletztes Jahr umgearbeitet nach 13, 14, 15 Jahren wieder mal. Vom Inhalt wären sie besser, aber es wird halt nicht gemacht. Weder noch. Also die Frage war, ob die Lehrpläne auf Deutsch oder auf Beamtisch waren. Es sind auf pädagogisch gemacht. Also ich habe auch sehr oft erlebt gehabt, dass mich meine Infolehrerkollegen gefragt, was zur Hölle da drin steht. Weil das war auch in anderen Fächern, in denen ich gegeben habe. Also ich habe auch Geo zum Beispiel, also Geografie gegeben. So oft, wie ich da Kollegen hatte, die mich gefragt hatten, was zur Hölle da eigentlich jetzt gerade drin steht, weil sie es nicht hatten. Die meisten Lehrer, die ich kennengelernt hatten zum Großteil in ihrem Studium Pädagogik und Didaktik. Und relativ wenig Inhalte. Ich also muss sie sollen zugeben, halt das Lehren lernen im Studium und nicht den Inhalt lernen. Ich muss zugeben, ich bin hier gerade bewusst offline gewesen. Also ich muss jetzt erstmal die WLAN-Hardware einschalten. Okay. Weil die Dinger aber sind vielleicht mag ja irgendwer aufbauen. Nebenbei mal raussuchen und das kurz vorlesen. Ja, hier Geschichtsstunde habt ihr euch sicherlich schon durchgelesen, müssen wir jetzt nichts zu sagen. Denn halt mal Hardware angucken, die so aktuell ist, wie tausche ich zum Beispiel in einem Notebook eine SSD oder mal überlege, wie funktioniert eine Grafikkarte. Das muss ja jetzt nicht sonderlich detailliert sein quasi, aber halt mal so übersichtsmäßig, wie bekomme ich am Ende eigentlich ein Videosignal raus? Ja, Markus. Warte, willst du? Okay. Also ich mache bei mir zu Hause auch alle 2 Wochen einen Jugendhacklab, und wenn da neue Teilnehmer vorbeikommen, dann zeige ich denen erstmal den Webserver, von dem unsere eigene Webseite ausgeliefert wird. Das ist ein alter 2012er Ur-Raspi im Nachbarzimmer, und sage den Eltern, wenn die dann zu Besuch kommen, der braucht 5 € Strom im Jahr. So kann man das auch machen. Ist halt dann vielleicht manchmal aus. Und es gehen nur einfache Sachen. Und das Zweite, was immer einschlägt wie eine Bombe, ist, wenn man bei bekannten Webseiten wie der Tagesschau oder die Sendung mit der Maus oder so, dann die Überschriften und die Schlagzeilen ändert. Also einfach Rechtsklick mit der Maus auf dem im Browser und dann im DOM den Text ändert. Und dann staunen die immer Bauklötze und sagen, ja, wie, ist das jetzt überall so? Und dann sage ich, na, überleg mal, wie kriegen wir das jetzt gerade?
Ach so, ist nur hier. Also solche konkreten, ganz einfachen, kleinen Späße zu machen, das verfängt unglaublich stark. Und dann ist dann manchmal ein Interesse da zu sagen, ja, wie kann ich sowas selber schreiben? Ja, weitergehend. Also bei ganz, ganz, ganz einfachen Dingen. Ja, ich überlege gerade, wie wir weitermachen, ob ich noch so ein bisschen erzähle, was ich mir so vorgestellt hätte, oder ob wir weiter über das Pädagogische sprechen wollen. Das ist euch lieber. Gut, dann gehe ich einfach die Folien mal durch und irgendwo halten wir sicherlich dann auch noch an. Und ja, und finden dann noch Diskussionsthemen. Genau, dann hätte ich halt auch mal geschaut, dass die Schüler auch mal selbst erlernen, mit einem Betriebssystem zu arbeiten, auch selbst mal ein Betriebssystem aufsetzen, erst in einer VM und danach vielleicht auch auf ihren eigenen Gerät. Das widerspricht natürlich dem, was Lino vorhin gesagt hat, was schön Einheitliches, was nicht kaputt gehen kann, Kioskmodus. Der Lehrer hat es ganz einfach, alle Geräte sind gleich. Ja, und die Schüler, die das am Ende bedienen sollen, müssen dann zusehen, mit dem Vorgegebenen irgendwie klarzukommen. Ist auch nicht sonderlich toll. Und auch auf der anderen Seite eigentlich eine riesige Auswahl an Software bereitstünde. Genau, wenn Kinder ihre eigenen Geräte mitbringen, das müsste eigentlich bei einem iPad auch schon gemacht werden, weil die sind ja auch nicht wirklich beweismäßig sicher. Sich halt um Client-Isolation bemühen. Ich weiß nicht, Max macht auch so ein bisschen IT kommunal. Macht ihr das? Trennt ihr irgendwie die Wi-Fi-Clients untereinander oder sagt ihr, die hängen alle schön im einen WLAN drin, können sich gegenseitig erreichen? Naja, die Frage ist ja immer, was die Anforderung ist. Es ist ja so, dass auf der einen Seite natürlich an Sicherheit gedacht werden muss, aber aus Sicht des Endanwenders beziehungsweise auf von Sicht der Stadt quasi ist es ja so, dass ein sinnvoller Unterricht gewährleistet sein muss. Das heißt, dass ein gutes Beispiel ist. Man hat dein Mikrofon überhaupt an? Weiß ich nicht. Okay, gut. Das hört sich so leise an. Da ist halt eben die Frage, wenn man jetzt an einen Klassenraum einen Fernseher hinhängt, an dem sozusagen der Bildschirm drahtlos gespiegelt werden soll, ist ja die Frage, wie man das dann schon einrichtet, ob man das dann über ein quasi ein Netz bereitstellt, wo dann sowohl das Gerät drin hängt, PowerPoint beispielsweise anzeigt und das dann an den Fernseher spiegeln soll. Das ist halt Thema 1, was halt, sag ich mal, nicht bedacht wird. Und schlussendlich ist es dann so, man kann halt sicherheitsmäßig da viel eingrenzen. Wenn man dann aber sich im Austausch mit Schulen oder der Stadt ist, dann ist es meistens halt so, dass dann gesagt wird, na gut, wir machen jetzt ein Netz, das ist einfacher, da hängen wir jedes Gerät rein. Über Risiken kann man halt informieren, aber das wird dann halt in den seltensten Fällen gehört. Also es ist einfach Weg des geringsten Widerstandes. Es macht sich niemand so richtig Gedanken, wie man das sinnvoll lösen kann. Und ja, dann kommt dann halt eben solche Sachen raus wie, naja gut, dann muss man halt mit HDMI-Kabel arbeiten. Das läuft dann schon, muss dann schon so laufen. Ja, ein gutes Beispiel, was ich erst hatte letzte Woche auf Arbeit. Wir haben eigentlich zwei Netzwerke für Lehrer 1 und für die Schüler 1. Und die Schüler-PCs bzw. Clients sollten ja natürlich in das Schülernetzwerk rein. Aber natürlich hat sich mal wieder keiner Gedanken gemacht. Und nun sind die Schüler-PCs im Lehrernetzwerk drin, weil nur so die Lehrer mit ihren Clients auf die Schüler-Clients drauf zugreifen können. Und dann wird sich beschwert, dass das Lehrernetzwerk keine freien IP-Adressen mehr hat. Toll, ein 24er Subnet. Schön.
Wir haben noch eine Viertelstunde. Ich würde mal so ein bisschen kurz drüber springen über die Folien noch und würde die restliche Zeit denn für Diskussionen nutzen. Ich würde jetzt nicht darauf eingehen, was so an Betriebssystemen schon existiert und was daran scheiße ist. Ich würde, wenn denn, eher noch am Ende erzählen, was ich so an lobenswerten Anfängen gesehen habe. Aber da kam noch eine Meldung. Weil hier gerade die Frage rund um den Lehrplan für die Informatikklassen kam. Ich habe mir das mal angeguckt. Klassische Stufe 7 in Sachsen. 13 Unterrichtsstunden Computer verstehen, 12 Unterrichtsstunden Computer nutzen. Und jetzt kommt bei dir ein Spannendes. Alles andere sind nur noch Wahlbereiche, die nicht unbedingt zwingend gemacht werden müssen. Computerspiele, Verschlüsselung von Informationen, Computer gestern und heute. Interessant ist, dieser Wahlbereich zieht sich durch bis Klasse 10 und wird vermutlich nur irgendwo angewendet. Überall wird nur gespielt. Wird angewendet? Mikrofon bitte. Warte, ich... Okay. Also, wie schon gesagt, es kommt sehr auf die Schule und auf die LehrerInnen an. Also, ich habe auch jüngere Geschwister, die haben Informatik belegt, weil sie einen großen Bruder hatten, der ihnen helfen konnte. Sie haben Programmieren gemacht, so das Basis. Sie haben sehr viele von diesen Themen auch wirklich durchgenommen. Aber wie schon gesagt, es kommt wirklich darauf an, an welcher Schule und bei welcher LehrerIn man ist. Also ich gebe dir recht, dass das potenziell nicht angewendet wird, aber da muss man natürlich auch mal hingehen. Es steht im Lehrplan drin. Die Lehrer und die Lehrerinnen müssen das machen. So. Und ob die Kontrolle da funktioniert, da bin ich nicht tief genug drin. Aber sagen wir es mal so, wenigstens steht es im Lehrplan drin. Ja, wie gesagt, 13 Stunden für den ersten Lernbereich, Informationen und Daten. Da sind unter anderem Bits und Bytes, Tabellen, Grafiken, Audio, Video, einfach nur angehackt dran. Aber was ich vorhin gesagt habe, von den 13 Stunden, die man hat, hat man vielleicht maximal die Hälfte. Das heißt, du kriegst das nicht hin. Also das geht einfach nicht. Übrigens, ich habe vorhin mal nachgeschaut, die Lehrpläne sind jetzt nicht mehr so ohne weiteres zu. Man kann nicht mehr ohne weiteres zugreifen. Bloß noch für eingeloggte Lehrkräfte. Also seit muss das letzten Sommer irgendwie sein. Was habe ich dann für eine Motivation, irgendwie mit meinem Kind nach Sachsen zu ziehen, wenn ich nicht mal feststellen kann, was lernt in Sachsen mein Kind überhaupt in der Schule? Ja. Ins Lieb. Also ich möchte mal anmerken, ich weiß jetzt nicht, wo du geschaut hast, aber in Sachsen sind eigentlich solche Informationen per Gesetz frei zugänglich. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich da einfach mal an der entsprechenden Stelle anfragen, weil das ist halt ein Gesetzesverstoß. Also das geht nicht. Okay, es ist also uneindeutig. Okay. Gut, ich würde sagen, ich mache einfach mal noch kurz weiter, erzähle, was mir jetzt noch wichtig ist, halt wirklich auch mal netzpolitische Geschehen betrachten. Das muss nicht im Informatikunterricht sein, das kann zum Beispiel auch in Ethik oder Sozialkunde stattfinden, dass ich mal netzpolitik.org besuche und schaue, was läuft eigentlich so schief, oder mal bei MyQCats schaue, was er so hat. Oder im Informatikunterricht dann halt wieder auch lerne, ja, wie finde ich einen freien Internetzugang? Und hatte Claudio ja vorhin schon erzählt, einfach mal ein Hackspace besuchen oder halt auch mal ein Computermuseum. Ja, Markus. Um halt zu sehen, Computer, das sind keine magischen Dinge, sondern es sind halt Menschen dahinter.
Im Jugendhackclub kamen mal die Nachfragen und dann haben wir den Hackerparagraphen besprochen. Die sind aus allen Wolken gefallen, was da alles verboten ist und wie gefährlich das ist, wenn man da unter Umständen was meldet. Das hat aber mit den Restriktionen, die in der Schule sind, recht wenig zu tun, oder? Warte, Mikrofon. Also eine Information über die Lage, was ist überhaupt möglich und was ist wie gefährlich. Den Hackerparagraphen nicht zu kennen, ist, finde ich, als Ergebnis, wenn man aus der Schule, aus dem Informatikunterricht kommt, nach ein paar Jahren, echt ein Problem. Weil es kann richtig böse ausgehen. Hattet ihr das im Informatikunterricht? Hattet ihr überhaupt alle Informatikunterricht? Das ist ja überhaupt mal die Frage. Hattet ihr, okay. Und? Hackerethik? Nicht? Nö. Egal. Wir sitzen vor höchstmächtigen Maschinen, die irgendwie global vernetzt sind und lernen überhaupt nicht, was wir damit ethisch anrichten können. Schön. Ja, interdisziplinärer Einsatz von Computern halt auch aufzeigen. Gibt's in Schulen 3D-Druck und Sensorik? Nö. Toll. Aber iPads. Ja, wenn was nicht klappt, wenn's Schülis gibt, die Hilfe brauchen oder vielleicht auch mal unwillig sind, empfehle ich halt gemeinsame Hilfe anbieten. Das ist halt das, was ich so auch aus den Jugendgruppen viel kennengelernt habe. Halt wirklich gemeinsam was machen, vielleicht auch mal einfachere Anleitungen zeigen. Dann liest man halt keine Manpage, sondern sucht halt im Netz vielleicht auch nach einem Video, was eine Anleitung gibt. Vielleicht auch mal Probleme zulassen. Dann hat halt ein Kind mal kein Backup gemacht und die Hausaufgabe ist verloren, dann ist das eben so. Dann müssen die Kinder eben auch mal lernen, so, jo, ich habe mich nicht um meine Daten gescheit gekümmert, dann habe ich jetzt halt mein Problem. Was halt bisher von Schulen abgenommen wurde. Aber später im Alltag, will ich das, dass mir mein Datenbestand abgenommen wird? Will ich da wirklich sagen, so, jo, ich muss mich nicht um Backups kümmern, das macht ja, keine Ahnung, die OneDrive für mich. Will ich das wirklich? Ich glaube nicht. Und im Notfall halt auch mal Schulstick, da gab es gestern einen prima Vortrag zu, ich glaube, der wurde auch aufgezeichnet, im Notfall halt irgendein fertiges System mal bereithalten. Knoppix ist auch sehr schön, hat auch eine prima Unterstützung für Reihezeilen und Screenreader. Ja, die Folien würde ich mal überspringen. Ich packe die Folien nachher auch online. Ich habe so ein paar Empfehlungen reingepackt, über die wir krass streiten können. Das würde ich jetzt mal in den letzten 6 Minuten lassen. Schöne Sachen. Ich habe gesehen, es sind Leute aus Halle hier. So ein IT-Unternehmer, ich weiß nicht, ob er namentlich genannt werden will, Villas? Gut, okay, kannst du ja erzählen. Willst du es erzählen? Okay, so ein Mensch, der so ein IT-Unternehmen hat in Halle, initiierte das Ausrollen von Puavo OS an Schulen im Landkreis Harz. Ich habe gehört, dass die Infrastruktur da mit den Schülern zusammen aufgebaut wurde und er als Admin eigentlich nur noch so für schwierige Probleme da ist. Also mal so Passwort zurücksetzen oder mal eine Tastatur austauschen oder sowas. Das ist überhaupt kein Problem, auch nicht an Förderschulen. Da, selbst da wird es... Selbst vielleicht sogar gesondert, da läuft es, weil eben wirklich die Kinder an der Hand genommen werden und halt gemeinsam gezeigt wird, wir können was aufbauen. Am Siemens-Gymnasium, jetzt so ein totales Elite-Gymnasium, ist eine staatliche Schule, macht aber Begabtenförderung und sowas, total High Quality.
Auf der anderen Seite, da übernehmen die Schüler auch seit etlichen Jahren die Wartung der Infrastruktur. Die hatten da damals CentOS-Systeme laufen, habe ich mir angesehen. Da hatten die Schüler Zugang zum Serverraum, haben da ihre LDAP-Infrastruktur selbst betrieben. Total toll. Da beschwert sich auch niemand. Es funktioniert halt. Da gibt's denn vielleicht auch mal einen Lehrer, der das Ganze unter seine Verantwortung nimmt und auch neue Personen mittrainiert. Aber die große Verantwortung kommt da von den Schülern selbst. So, schauen wir uns noch, wollt ihr was zum Schulstick wissen oder euch das Video dazu anschauen? Ja, ist ein Dresdner Projekt, also die hatten gestern hier einen schönen Vortrag dazu, ist ein USB-Stick, ich weiß nicht, ob das Knoppix-basiert ist, es ist auf jeden Fall Debian-basiert. Wo halt das System und die Daten drauf liegen. Ich muss mich da also auch um die Backups denn selbst drum kümmern, weil die Datenspeicherung lokal erfolgt. Es gibt da so Nextcloud-Anbindungen drin, was ich nutzen kann. Es gibt eine riesige Softwareauswahl. Wireshark ist zum Beispiel vorinstalliert und nach dem, was ich gehört habe, wird das auch benutzt dort. Die Schulstick-Leute zeigen eben auch explizit auf, welche Prinzipien freie Software hat. Also verteilen, verbessern und wie setzt das Mikrofon hier stellenweise aus? Aber Therie sagt eigentlich, dass sie noch recht voll ist. Genau, und derzeit arbeiten die daran, eine API zu bauen, die es ermöglicht, solche Arbeitsgemeinschaften, um halt Schulsticks zu nutzen, selbst gegründet werden können. Die haben ein krasses Fördervolumen von irgendwie, wie viel waren es, 70.000 jetzt? Und die suchen händeringend Leute, die bei der Entwicklung dieser API helfen. Also falls ihr Lust habt, euch so im pädagogischen, digitalen Bereich zu bewegen und ihr Zeit habt, dann geht gerne zu diesem Projekt und helft dort mit. Also das ist was Schönes, Dezentrales, was irgendwie so meinen Kriterien gefällt. So, das hatten wir ja jetzt eigentlich alles schon, was auf den Folien steht. Genau, und als Fazit des Vortrages möchte ich halt wirklich uns allen mit auf den Weg geben, halt wirklich unseren Kindern zu ermöglichen, halt sich kritisch auseinanderzusetzen, Selbstreflexion zu betreiben, Kreativität zu steigern, eben im digitalen Bereich. Weil ansonsten sehe ich das wirklich kommen, dass wir IT-mäßig hier in Deutschland noch mehr gegen die Wand laufen oder kriechen. Wir haben es alle in der Hand, also. Ja. Habt ihr noch was Schönes zu erzählen? Vielen, vielen Dank erstmal für deinen Vortrag. Ja. Wir haben noch eine Minute. Nutz die letzte Minute. Vielleicht nutze ich auch nochmal die Minute, ja, was mich auch interessiert, deine Meinung mal darüber, wann sollte das denn eigentlich losgehen? Ich persönlich bin tatsächlich vielleicht ein bisschen untypisch auch für unseren Verein, aber der Meinung, dass man lieber etwas später beginnt, dann aber richtig und gut und vorher vielleicht eher bei der Elternbildung auch ansetzt, weil ein großes Problem ist, glaube ich, dass viele Eltern auch ihre Kinder viel zu früh diesen Geräten allen aussetzen, unhinterfragt, und dann eben muss die Schule hinterherkommen, aber in Alter, wo man eigentlich ganz andere Fähigkeiten erstmal noch entwickelt, vielleicht auch viel nahbarer. Also ein Computer und Netzwerk ist ein hochkomplexes System und das ist was, das kommt früh genug, dann allerdings nicht gut genug. Ist jetzt eine Meinung, aber vielleicht würde mich da auch nochmal deine Meinung interessieren. So, ich glaube, das ist krass individuell. Ich würde das fast die Schüler selbst entscheiden lassen.
Also da muss man pädagogisch sich irgendwie mal Wege schaffen, da auch zu überlegen, wie, okay, wir sollen Schluss machen, ne? Gut. Dann ein letztes Mal vielen, vielen Dank, sowohl an die Mitdiskutierenden als auch an Senf für diesen Vortrag und noch viel Freude bei den kommenden Veranstaltungen und Vorträgen hier im Zentralwerk. Danke, Senf. Applaus